Hallo und herzlich willkommen zurück bei Necronomicon. Das hat auch einen Untertitel, das Spiel. Ich habe ihn nur leider wieder vergessen. Dämmerung der Finsternis oder so ein Scheiß? Nö. Vielleicht steht es im Impressum? Ach nee, hier ist nur die Technomucke. Übrigens lustig, dass man das hier selber weiterklicken muss. Ihr müsst arbeiten für eure Credits. Ja. Ja, jedenfalls, das mit dem Untertitel, das kommt dann ins nächste Hook-Quiz. Oh ja, da werde ich genauso wenig Ahnung von haben wie Robin. Mhm. Vor allem, weil das dann ja auch noch in der Vergangenheit liegt. Wir haben jetzt eine lange Pause gehabt zwischen der letzten Aufnahmesession und dem hier. Aber das Spiel, also es hat auch bei euch scheinbar eine Faszination geweckt. Aus irgendeinem Grund. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Leo, aber ich bin auch schweißgebadet nachts mehrfach aufgewacht und dachte, und dann ist mir kalt den Rücken runtergelaufen und ich hatte einfach nur dieses Bild vor Augen von diesem rassistischen Fisherman, den wir in dem Dorf gesehen haben, und er verfolgt mich und ich will jetzt wissen, was hier passiert. Ich brauche aber Auflösung. Der Fan ist aber so, wache ich jede Nacht auf, auch vorher schon. Das ist, ich habe in meinem Leben noch keine Nacht Träumen durchgeschlafen. Von rassistischen Anglern? Schon. Okay. Das ist, meine Therapeutin ist eine sehr, sehr reiche Frau. So, Leo, wir sind jetzt hier gerade in diesem Raum angekommen. Wir sind im Kerker, im Verlies. Es war dunkel, es war finster, es war tatsächlich auch ein bisschen gruselig. Aber vor allem war es dunkel. Und wir haben jetzt hier gerade erst Licht angemacht und können uns jetzt hier zum ersten Mal ein bisschen umgucken. Mhm. Wir haben uns vorher einmal kurz orientiert, um in der Lösung wieder zu wissen, wo wir sind, weil Leo ist wieder am Start mit einer Lösung. Ihr habt nicht wirklich geglaubt, erwartet oder gehofft, dass wir das ohne Lösung spielen, oder? Nee, ich glaube, das ist den meisten auch eher lieber. Und wir haben hier direkt mit Symbolen versehene... Oh, nehme ich die einfach auf, oder? Oh nee, ich tausche die miteinander. Tust du? Nee. Aber du legst sie einfach nur wieder hin, oder? Ja, ich stelle sie einfach nur wieder hin. Ah, das ist interessant. Und ich kann auch die nehmen, die keine Beschriftung haben. Das ist spannend. Aber kann ich sie jetzt... Ich habe den Puderzucker, verdammt! Kann ich sie jetzt hier... Ja, er ist Ah, oh no. Ich wette, du hast gerade das falsch gemacht und jetzt hast du uns gesoftlockt. Naja, wir haben ja einen Speicherstand von kurz davor. Wir können ja einfach mal random was jetzt da reinmischen. Vielleicht kann man ja irgendwas... Und das in einem Lovecraft-Szenario. What could possibly go wrong? Das war ja eine super lustige Animation. Damit habe ich nicht gerechnet. Muss ich dem Spiel einfach mal lassen. Das ist die Animation von diesem einen Meme, wo der eine Typ dann davor ist und so Mindblow die Animation macht. Gemischt mit einem Hauch Fire.gif. Das auch, ja, genau, das war da auch. Ich will das auch jetzt nochmal sehen. Oder meinst du, es passiert was anderes? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es immer passiert. Geht halt auch leicht übers Reagenzglas hinaus. Ach. Das ist ja super. Auch egal, welche Kombination von Zutaten wir mischen, solange sie falsch ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass das passiert. Ja. Einfach damit das Glas wieder leer ist. Also das merken wir uns mal. Wir haben außerdem entdeckt, weil ich glaube, das haben wir beim letzten Mal nicht, wir haben im Hauptmenü, im Inventar einfach dieses Ding. Hier, Schlüssel der Alten, diverse Edelsteine, den Mörser kann man scheinbar nicht benutzen. Und hier sieht halt auch, ne, es sieht aus, als ob auch noch uns Werkzeuge fehlen. Ja. Aber wir haben den Schlüssel der Alten. Oh, ich kann den auch. Kann ich den auch ins Reagenzglas tun? Nee. Hätte mich auch gewundert. Jetzt wäre man nicht albern, Thomas. Und wir haben hier noch Myrrhe, Schwefel. Thorax, Wacholder, Aloe. Das ist gut, falls der nächste Messias geboren wird und wir ein Geschenk brauchen. Ja, oder ein Paffe uns zusammen, ne? Falls wir schlecht riechen oder so. Das ist das eine, was wir hier haben. Thomas, ich bin mir bei den Umgebungen sicher, dass wir das Bestriechende in diesem ganzen Gewölbe sind, ehrlich gesagt. Das würde ich gerne wissen. Wonach riecht es hier? Was meinst du? Das muss doch nach Formaldehyd und... Richtig, es riecht nach beißendem medizinischem Alkohol, modrigem Gemäuer. Wahrscheinlich halt so Feuchtigkeit, so Moos und süßer, dumpfer Geruch. Durch eine Beschreibung in der Lösung, als wir uns orientiert haben, um rauszufinden, wo wir sind, haben wir rausgefunden, dass das hier wohl ein Gehirn ist. Ja, also riecht es auch nach Gehirn. Es riecht auch nach, ich weiß nicht, wie Gehirn riecht, aber... Was? Nee. Was du selbst sagst, find's raus. Das ist so schwierig. Und wir haben hier du hast eine Freundin, im Zweifel zwei schnuppert gegenseitig, damit ihr rausfindet, wie eure Gehirne riechen. Worauf gucke ich hier, Leo? Ist das so ein
Telegraph-Ding hier? Macht man hier so Nachrichten, so Ticker? Ich dachte, gar keine Ahnung. Ich dachte, es ist... Kann ich jetzt auch von Lautsprecher rein? Das ist immer gut, einfach mal Knöpfe zu drücken. Das Problem ist, das ist eins von diesen Spielen, die sind so... Ich hoffe, das Spiel wollte nicht, dass wir das verstehen. Diener? Die unterirdischen Orte grüßen ihren Diener. Ja? Irgendwas grüßen ihren Diener? Hast du es verstanden? Nee, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir es schon verstehen sollen. Kann ich das jetzt nochmal machen? Die unterirdischen Orte grüßen ihren Diener. Ja, die außerirdischen oder unterirdischen? Die unterirdischen Orte grüßen ihren Diener. Die unterirdischen Orte? Ja, das habe ich auch verstanden. Kannst du jetzt, in der Mitte leuchtet jetzt hier eine Lampe, kannst du jetzt irgendwas machen? Oh. Welchen Dienstgrad hast du? Welchen Dienstgrad haben wir? Gott. Bruder, in allem Umsehen, was willst du tun? Einen Geist unterwerfen oder einen untertänigen Geist nutzen. Einen Geist unterwerfen oder einen untertänigen Geist nutzen? What is happening? Sieben Geister stehen zu deinem. Meine Gedanken verschleiern sich. Es fehlen mir Elemente. Bitte nochmal. Die Flüssigkeit durchdringen. 2 Metalle. Was? Die Flüssigkeit muss 2 Metalle durchdringen. Die Flüssigkeit muss Metalle durchdringen. Wie die Sonne die Blätter durchdringt. Wie die Sonne die Blätter durchdringt. Ich kann die Maschine erst ernst nehmen, wenn sie racial slurs benutzt. Sorry. Ich dachte, wir haben einfach nur ein mysteriöses altes Casio-Keyboard gefunden, wo wir jetzt einen Flohwalzer drauf spielen können. Ja, schön wär's. Das war ja, meine Güte, okay. Wenn man es ein bisschen besser identifizieren könnte, was er sagt, dann wäre es dem Spiel zuträglich, aber so war es auch ein bisschen schaurig, was ja, nett ist. Ist schaurig auf jeden Fall, aber es ist wirklich ein Hindernis, dass dieses Spiel keinerlei, es gibt ja nicht mal ein Optionsmenü. Ich kann ja nicht mal sagen, ich möchte irgendwas umstellen. Weißt du, dass ich mal sagen kann, wie wäre es mit Untertiteln? Aber ist es nicht geil, wenn Spieleentwickler auch mal ein bisschen Selbstvertrauen haben, ein bisschen Vertrauen in ihr Spiel haben und sagen, nee, an unserem Spiel stellt es nicht. Und es hat perfekten Sound, es hat perfekte Abmischung. Es ist perfekt so, wie es ist. So, da gibt es also keine Optionen. Optionen sind was für Feiglinge. Hier oben kann man scheinbar irgendwas rauf tun. Und dann kann man hier den Hebel ziehen. Na, ich würde schätzen, es ist eine Geisttauschmaschine oder sowas. Ne? Ich würde schätzen, du kannst ein anderes Gehirn reinmachen, um irgendwas zu transferieren. Hm. Ne? Ein Bewusstsein zu transferieren oder sowas. Also wir haben jetzt quasi mit diesem Gehirn hier geredet, ne? Das ist so vielleicht die Implikation, oder? Ja, möglich. Creepy. And it's the first non-racist character. Ich übertreibe. Wir hatten viele non-racist characters. Bis auf den einen. Spritze? Was ist das? Es ist eine Spritze. Okay. Ich weiß bloß nicht, ob es eine medizinische Spritze ist oder so eine Tortenspritze. Kann ich nicht identifizieren. Hier geht's einfach nur weiter. Ich will mich erstmal umgucken. Oh. Knoblauch. Brand. Das wirkte wie ein Schlüssel. Vielleicht. Rosenkraut, weiße Lilie. Was steht rechts oben? Wolfsmilch? Wolfsmilch. Kann man sich scheinbar endlos viel von nehmen? Oh ja, meine ganzen Taschen voller Wolfsmilch. Also wir nehmen uns jetzt hier wirklich ganz viel Stuff mit. Knoblauch. Was für eine schöne Textur. Das Lilie nehmen wir uns auch noch mit. Dass man auch so gar kein Feedback hatte, ob man sich das eingesteckt hat, ne? Man kriegt nur diesen Soundeffekt. Und hier ist nichts. Okay. Ah, nichts. Genau das, was wir brauchen. Kurze Sache, weil es eins von diesen Spielen sein könnte. Wenn du vor diesem Kasten stehst mit den Kräutern und leicht links oder rechts davon drückst, kriegst du dann andere Sachen? Ja. Oh ja. Ja. Oh mein Gott. Ja. 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 Oh mein Gott. Kennt auch meine alten Adventures. Ja, ja, ja. Nehmen wir uns hier noch ein bisschen Myrrhe, Olive. Wir haben gleich keinen Platz mehr im Inventar, weil du hier die Kräutersammlung von dem Menschen
wegklaust. So, jetzt probieren wir noch links unten. Weil das natürlich auch ein extra Ding ist. Yep. Sag mal, wie sieht denn das jetzt aus in meinem Inventar hier? Ach, du ersetzt immer noch ein Kraut? Ich habe immer nur ein Kraut dabei. Ah, ich habe quasi einen Kräuterslot. Okay, na gut, dann muss ich das ja nicht machen. Das heißt, du kannst müssen, natürlich, aber... Ja, wir müssen wirklich wissen, was wir brauchen. Das willst du uns ja damit sagen. Genau. Was ich vorhin auch noch sagen wollte, bevor du angefangen hast, mit der altertümlichen Lichterorgel zu spielen, die an dein Gehirn angeschlossen ist. Das Problem ist, du bist sehr experimentierfreudig und so, das ist ja prinzipiell sehr cool. Aber das Problem ist, dieses Spiel ist ziemlich alt und ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht AAA. Und ja. Ich kann mir bei solchen Spielen halt auch immer sehr gut vorstellen, ich bin bei solchen Spielen immer automatisch sehr vorsichtig, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass da einfach Insta-Rando-Death kommt. Game Overs. Also am meisten Angst vor Instant-Game Overs habe ich nicht so viel Angst. Am meisten Angst habe ich vor Sachen, die ich jetzt mache, die in 2 Stunden ein Game Over sind. Gut, davor ist man nie gefeit. Aber ja, es könnte sein, dass wenn wir jetzt den Bubblefish nicht finden, wir in 2 Stunden nicht weiterkommen. Ja. Ach, guck mal hier. Wurde übrigens auch gesagt, dass dieses Geräusch irgendwie sehr aus Jedi Knight kommt und ich weiß auch, was gemeint ist. In den Jedi Knight Menüs hast du einen voll ähnlichen, wenn nicht sogar den gleichen Sound. Man kann es nicht komplett ausschließen, dass es dasselbe Asset ist. Ne? Hab ich dir mal erzählt? So. Es gibt, Hier kommen wir her, oder? Da mal. Ja. Ja. Es gibt einen sehr alten, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen würde, so Pseudo-Horrorfilm, keine Ahnung. Wo ich schon als Kind einmal sehr hellhörig wurde, weil die gehen in diesem Film, öffnen die irgendwann eine Kellertür und das ist halt 1:1 der Türensound aus Resident Evil. Wirklich 1:1. Das ist wirklich einfach nur extracted. Okay. Und das ist, hier sind wir wieder mit Engeln und Symbolen von Planeten und... Ich dachte kurz, hier steht Majoran, aber da steht Majon Rex. Majonese. Paffan. Okay, also wir haben... Und man kann ja auch wieder wild dran rumdrehen. Ja, viel Spaß. Also ich schätze mal, alles, was wir in diesem Raum machen, läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass wir diese Kombination herausfinden. Wir haben ein Gehirn, mit dem wir quatschen können. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben hier die Chemikalien, die man miteinander vermischen soll. Und er hat ja uns ja auch gesagt, 2 Sachen sollen wir mischen. Mhm. Hast du dir gemerkt, welche? Ich habe ihn halt auch nur bedingt verstanden. Ich habe nur verstanden, dass es eine Flüssigkeit ist, die wir zusammen mischen, aber nicht, was drin ist. Wir können auch nochmal hinhören zur Not. Wir könnten natürlich hinhören. Oder willst du einfach gucken? Von mir aus auch beides. Hör du es dir ruhig an und ich lese schon mal ein bisschen vor. Meine Gedanken verschleiern sich. Oh, geht das? Es fehlen mir Elemente. Die was? Flüssigkeit. Durchdringt 2 Metalle. Die Flüssigkeit muss 2 Metalle durchdringen. Wie die Sonne die Blätter durchdringt. Ja, okay, er sagt nur das mit den 2 Metallen. Und danach auch nichts weiteres mehr. Also ich kann hier gar nichts mehr machen. Also hier steht zwar die Lösung, aber hier steht nicht, wie man darauf kommt. Also hier steht nicht, was... Eine von diesen Lösungen, wo dann einfach steht, ja, mach mal das und das. Aber nicht, ja, nicht so richtig. Ja, nicht erklärt, was die Herleitung ist. Ja. Weil wir haben, die Flüssigkeit muss 2 Metalle durchdringen. Wenn wir ihn richtig verstanden haben? So. Na, das ist, ich glaube, viel mehr sagt er nicht. Hier haben wir verschiedene Abbildungen der Pflanzen, die wir uns auch hier rausholen können. Können wir diese Pflanzen in unseren Chemiebaukasten reintun? Ah. Können wir das hier benutzen? Wenn ich jetzt sage, ich nehme mir hier... Nee. Okay, das kann ich da schon mal nicht reinmachen. Und auch hier haben wir ja noch so viel anderen Kram. Aber das kann ich nicht miteinander verwenden. Und wir haben halt noch diesen eigenartigen Schlüssel. Für den habe ich jetzt aber auch noch gar keine Anwendung gesehen. Es sei denn, ich habe was übersehen. Also... wenn ich das richtig verstehe, haben die Pflanzen erstmal nichts mit der Flüssigkeit zu tun. Die Flüssigkeit kommt wirklich aus den Gefäßen, die da an der Wand stehen. Aber, also hier steht eine Beschreibung dessen, was man machen muss, aber wie gesagt, nicht warum.
Also aus denen hier. Wir müssen quasi zwei von diesen Sachen miteinander verbinden. Ja, das sind. Haben wir irgendwo eine Übersicht mit chemischen Symbolen oder sowas? Weil vielleicht sind nur zwei von denen überhaupt Metalle. Das kann ja sein. Das ist eine gute Frage. Unleserlicher Brief. Ist halt auch die Frage, ob wir das jetzt schon mal hatten irgendwo. Das kann natürlich sein. Weil das ist jetzt so lange her, als dass ich das noch weiß. Weil ich auch nur im Kopf habe, wie verwirrend diese Bücher waren. Und hier haben wir ja noch das. Was ich aber auch jetzt nicht hier direkt benutzen könnte. Wo man sich die scheinbar hier nehmen kann. Aber man kann auch nichts weiteres machen, außer hier mit dem Ding in der Mitte. Ja. Okay. Interessant. Aber man muss zwei dieser Dinger verbinden. Das ist ja... Ich meine, es gibt ja nur ein paar, die überhaupt Symbole haben. Ja. Ich lese mal gerade durch. Und das hier und das hier haben zum Beispiel beide das gleiche Symbol. Sieht zumindest für mich super ähnlich aus. Und das hier hat auch das gleiche Symbol. Also eigentlich haben wir nur 1, 2, 3, 4, 5. 5 verschiedene Symbole. Mich würde übrigens auch immer interessieren, falls ihr hier gerade zuschaut und versucht zumindest mitzurätseln, ob sich das für euch erschließt. Also schreibt uns da auch gern eure Erfahrung. Weißt du, Mats darf mit dir Resident Evil spielen und ich darf dir hier dabei zugucken, wie du bei alten Stangen-Adventures auf unlösbare Sachen versuchst zu kommen. Ja, aber findest du das nicht schön oder was willst du mir damit sagen? Ich sag nur, man merkt, wer dein Favorit ist. Nein, 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 das hat damit nichts zu tun. Und womit dann? Darüber reden wir später. Das so. Sagst du immer! Leo, dann sag doch mal, was die Lösung ist. Weil ich weiß jetzt nicht, also. Ich habe das Gefühl, entweder wir haben was vergessen oder also. Wir sind zu dumm. Alles sehr, sehr gute Möglichkeiten. Ja. Across the room is a lab table with a bunch of jars on shelves behind. Go behind the table to find the chemical apparatus. You need to mix two ingredients in the beaker to create the vital fluid. If you experiment with random combinations from the shelves behind you, all sorts of reactions are possible. Both chemicals come from the bottom shelf. Use the third jar from the right and the second from the left. Und dann hat er in Klammern etwas, was ich nicht ganz verstehe. Counting the one without the pickup cursor. Also. Ach so, den hier. Der hier hat keinen Pickup-Cursor. Ja, okay. Also third from the right. Also einen ungelabelten? Vielleicht. Mich ja noch verwirrter, wie man da drauf kommen soll. Ist das vielleicht, soll man wirklich einfach experimentieren und second from the left? Ja, vielleicht. It's green, that's vital. This is life energy. So. Muss ich... Habe ich ein Gefäß, wo man das jetzt mitnehmen kann? Die Spritze. Boah, die ist ja riesig. Holy shit. Das ist eher eine Riesenpipette als eine Spritze, würde ich mal sagen. Ja. Ich schwör dir, wenn das Gehirn uns jetzt nicht wenigstens sagt, Waldmeister, dann bin ich extrem enttäuscht. Soll ich das jetzt hier reintun? Pumpen das ja jetzt da rein, oder nicht? Ich pumpe das jetzt da rein. Ja, mal. Ja, guck mal. So. Oh, jetzt sehe ich auch, dass ein Gehirn ist. Ich weiß nicht ganz, was diese Dinger machen, außer... Ah, es sind mechanische Spechte. Ja. So, was sagst du dazu? Wir hören ganz genau hin. Köstlich. Muss wieder rechts kurbeln. Krieg unterirdischen Orte grüßen ihren Diener. Das hat man ja schon. Die unterirdischen Orte grüßen ihren Diener. Ach, wir können das einfach zurücksetzen damit, oder was? Welchen Dienstgrad hast du? Ja, das sieht so aus. Oh, das heißt, das müssen wir jetzt jedes Mal machen, wenn wir... Ja, also beim letzten Mal habe ich den rechts genommen, glaube ich. Ich nehme mal den links. Bruder, in allem Umsehen, was willst du tun? Einen Geist unterwerfen oder einen untertänigen Geist nutzen.
Moment, das hat er jetzt genau das gleiche gesagt. Ich nehme mal links. Um die Geister zu rufen, Feuersäulen zu schaffen, ruf den, den du willst, beim Namen. Schütz dich in einem Kreis und überwältige den Geist mit dem Schwert und die Namen, die er fürchtet. Jedem Planeten seinen Tag und seine Geister. What? Wir sollen uns im Kreis schützen mit einem Schwert, jedem Planeten seinen Tag und den Geistern? Was hat er gesagt? Hör mal zu, du dummes Gehirn. Hast du schon mal was von dem IKEA-Prinzip gehört? Wo man einfach mit Bildsprache universell verständliche Anleitungen erschafft. Wir haben keine Ahnung, was du meinst. Oh, jetzt kann ich alle aufleuchten lassen. Montags ruf die Geister des Mondes. Fool ist ihr Gebieter. Dienstags ruf die Geister von Mars. Fanek ist ihr Gebieter. Sonic? Mittwochs ruf die Geister von Merkur. Ophir ist ihr Gebieter. Donnerstags ruf die Geister von Jupiter. Bretor ist ihr Gebieter. Solomon Grundy, Borgermann. Freitags ruf die Geister von Venus. Agit ist ihr Gebieter. Samstags ruf die Geister von Saturn. Araton ist ihr Gebieter. Sonntags ruf die Geister der Sonne. Oe ist ihr Gebieter. Wir haben ein Buch, was uns theoretisch, glaube ich... Rufe keine Geister an, die mächtiger sind als du. Die einfachen Geister sind leichter zugänglich und bereits sehr mächtig. Entscheidest du dich nun, einen Geist zu unterwerfen oder einen untertänigen Geist zu nutzen? Was wolltest du sagen? Wir haben ein Buch, das hilft? Ja, wir haben ein Buch über die Geister der Woche. Wir haben ein Buch über die Geister der Woche? Geh mal, das ist entweder das rechts oben oder das goldene dicke. Buch der Schwüre. Nee, das ist in der Mitte, glaube ich. Geister des Tages. Das ist nicht die erste Seite. Nee. Verbreitete Formen der Geister des Saturn. Sie erscheinen meist mit einem langen, grazilen Körper mit verärgertem Gesicht. Sie besitzen vier Gesichter, von denen sich eines am Hinterhaupt oder eines am Vorderkopf befindet. Beide haben die Form eines Schnabels. Auch auf den beiden Knien erscheinen Gesichter. Sie sind schwarz und hell leuchtend. Ihre Bewegung gleicht dem Wirbel des Windes mit der Erscheinung der Bewegung der Erde. Ihr Zeichen ist die weiße Erde, die weißer ist als jeder Schnee. Ihre besonderen Formen. Ein bärtiger König auf... Oh, halt, zweite Seite. Einem Drachen reitend, ein bärtiger Greis, eine alte Frau auf einem Stock gestützt, ein Schwein, ein Drache, eine Eule, ein schwarzes Kleid, eine Sense, ein Wacholderstrauch. We didn't start the fire. Um sie anzurufen, muss man Weihrauch und Pflanzen verbrennen, Schwefel und Nieswurz und ihnen ein Calcedon zum Geschenk machen. Es steht in ihrer Macht, Zwietracht zu säen, Hass zu entfachen, böse Gedanken hervorzurufen, zu schießen, zu töten und zu verstümmeln. Nice. Oh boy, jetzt geht's. Oh, und das gibt's dann für... Ja gut, aber worauf läuft das hinaus? Rufe keine Geister an, die mächtiger sind als du. Ich hab noch gelesen. Die einfachen Geister sind leichter zu erkennen und bereits sehr mächtig. Entscheidest du dich nun, einen Geist zu unterwerfen? Rufe keine Geister an. Na, ich hab zwischendrin einmal Rechtsklick gedrückt, deswegen hat er das danach genommen. Die einfachen Geister sind leichter zugänglich und bereits sehr mächtig. Wüsste ich nicht wie. Entscheidest du dich nun, einen Geist zu unterwerfen? Nein, ich hab nicht Rechtsklick gedrückt. Rufe Ich habe halt davor mehrfach Rechtsklick gedrückt, um zu gucken, wie mehrfach, wie oft. Tom, ich habe jetzt gar nichts gedrückt. Jetzt habe ich gar nichts gedrückt. Das ist ein Fighting Game Spiel. Das ist jetzt gebuffert. Es wirkt wirklich so, als wäre es jetzt gebuffert. Unterwerfen oder einen untertänigen Geist zu nutzen.
Okay. Ja, wenn du deinen Angriff bufferst, dann kommt er beim ersten Frame ja sofort perfekt raus und dann hast du... Um die Geister zu rufen, Feuersäulen zu schaffen, ruf also, den du willst. Ja? Beim Namen. Wir haben jetzt halt diese verschiedenen Kräuter, die man ja scheinbar miteinander verbrennen muss, um dann einen von den Geistern sich auszuschalten. Ja? Wo genau, weiß ich jetzt noch nicht. Die er fürchtet. Auch hier wieder, das, die Lösung gibt uns die Lösung, aber ich verstehe nicht ganz warum. Sagt dir der Name Mr. Levy etwas? Nee. Erinnerst du dich an einen Mr. Levy? Nee. Offenbar ist Mr. Levy der Geist, den wir beschwören sollen. Wurde bestimmt in einem der Bücher mal gesagt, aber da fehlt mir jetzt leider komplett der Zusammenhang. Hm. Aber woran, also Mr. Levy muss ja dann an einen der Planeten gekoppelt sein. Das ist richtig. Ist der auch. Einen der Wochentage. Damit ist er dann auch an einen der Wochentage gekoppelt, das ist richtig. Und das muss dann uns irgendwie wieder hier hinführen, oh Gott. Ja, Leo, erlöse uns mal, sag doch mal was. Also. Phase ist. If you study the Spirits of the Day book thoroughly. Thoroughly, ja. You have some idea of the recipe needed to raise Mr. Levy, a Mars spirit from the dead. Dann lass uns mal das für Mars kurz durchlesen, okay? Okay, soll ich oder willst du? Das kannst gerne du. Okay. Verbreitete Formen der Geister des Mars. Sie erscheinen nach langem Warten mit hässlichem und cholerischem Gesicht von brauner, fast rötlicher Farbe. Mit Hörnern, die jenen von Hirschen gleichen. Hirsche haben Geweihe, keine Hörner. Und Krallen. Sie brüllen wie wild gewordene Stiere. Sie bewegen sich wie das flammende Feuer. Ihr Zeichen ist das Erscheinen von Blitz und Donner, die sich im Kreise drehen. Vielleicht deshalb, weil er Feuersäulen erwähnt hat. Vielleicht hätten wir das wirklich durchlesen sollen und dann über Feuer darauf kommen sollen. Oh mein Gott. Ja, wegen... Ja, maybe. Ja, vielleicht. Ihre besonderen Formen. Ein auf einem Wolf reitender König. Ein rotes Kleid. Ein bewaffneter Mann. Eine Frau mit einem Schild auf ihrem Schenkel. Ein Ziegenbock. Ein Pferd. Ein Hirsch. Ein Vlies. Ein mehrköpfiger Körper. Um sie anzurufen, muss man Weihrauch und Pflanzen verbrennen. Weihrauch und Pflanzen... Storax und Wolfsmilch und ihnen ein Amethyst oder einen Diamanten zum Geschenk machen. Ah. Es steht in ihrer Macht, Eisen zu geben, gegebenenfalls 10.000 Soldaten bereitzustellen. Aber nur genau 10.000! 10.000 und wehe, du brauchst 10.002! Gesund oder krank zu machen. Ihre Kraft wirkt bei Kämpfen, Feuer und Tod. Okay, also wir brauchen... War es erst beim Mars? Ja, ich glaube, jetzt kommt der nächste. Genau. The Mond. Wir brauchen... Weihrauch, Storax und Wolfsmilch und einen Amethyst und einen Diamanten. Ja. Das heißt, aber wo würden wir das überhaupt mixen in unserem Baukasten hier? Weil hier haben wir ja die Edelsteine. Aber die nehme ich ja da nur raus. Also mixen tue ich das Ganze dann woanders. Und dann frage ich mich, ob ich das jetzt auch wieder hier machen soll. Aber so viele Möglichkeiten hatte ich ja hier dann auch nicht. Ich kann die Sachen ja nur hier reintun. Oder konnte man bei dem Waschbecken noch was machen? Warte mal. Tatsächlich, also wir brauchen es dann wohl noch nicht in diesem Raum, sondern gleich im Raum danach. Okay. Also sollen wir jetzt hier quasi schon durchkommen? Mal gucken. Raphael, Gabriel, Cassiel, Sachiel, Samuel, Michael, Anael, Raphael. Ja, also das ist eine Sache, auf die wir durch unser Buch kommen sollten, auch wieder Spirits of the Day, also Geister des Tages. Aha. Und Herschels Journal. Möchtest du damit rätseln? Herschels Journal? Brief von Gregor Herschel? Nee, das ist ja nicht sein Herschels Tagebuch. Ach so, wegen den Dingern. Oh Gott. Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und das war's. Weißt du noch, welcher Tag der Marstag war? Dienstag? Ich glaube ja. Lass mich nochmal gucken. Weil das hier auch halbwegs richtig aussieht. Ja. Warte. Mittwoch war, glaube ich, Merkur. Ja, Mars ist Dienstag.
Soll ich mir jetzt hier die Symbole merken, oder was? Genau, die brauchen wir gleich auf dem Rad. Okay, warte, dann gucke ich sie mir nochmal an. Das ist, dieser Henkel da. Wie merkt man sich sowas? Und das Y mit dem Strich durch. Das heißt, das hier, genau. Samuel. Okay. So. Und wie kämen wir jetzt auf die Symbole? Das Symbol für Mars, weißt du das? Das ist dasselbe wie das für Maskulin. Ja. Das da. Als Sailor Moon-Schauer kenne ich das natürlich. Und es war Eisen, aber das konntest du jetzt auch so rausfinden. Ja, wenn man zwei hat, dann ist es nicht mehr so schwierig. So, und jetzt packen wir da nämlich unseren Schlüssel rein und jetzt. Okay. Alter. Irgendwo hier hat Indiana Jones die Bundeslade. Materia. Ah, toll. Hätten wir die schon früher gefunden, hätten wir sie schon längst benutzen und aufleveln können. Ja, scheiße. Was steht hier? Kuss? Kustodes? Kustodes? Oh mein Gott. Das ist so viel, Leo. Oh no. Und jetzt ist von Skarabäen gefressen. Was? Er hat sich da jetzt einfach ein bisschen was rausgenommen. Aus irgendeinem Grund haben sie das jetzt mit einer fancy Animation gemacht. Lass mich mal einmal speichern. Falls es nicht schon zu spät ist. Ich mache einen neuen Speicherstand. So, okay, also. Jetzt haben wir hier diverse. Also wirklich sehr viel Auswahl. Holy shit. Und hier geht's dann aber auch weiter. Ist das ein Loch? Nee, ist nur ein Schatten. Ist wirklich ein bisschen creepy. Schon. Oh, brauchen wir das dann zum Geister rufen? Okay, ich kann mir hier einen quasi mitnehmen, aber ich pack den nicht ins Inventar. Aber nur einen. Ja. Sei nicht gierig. Lass auch noch ein paar obskure, okkulte Kreise für die anderen Kinder übrig. Hier haben wir eine Streckbank. War auch schön zu haben in so einem Verlies. Und hier auch so ein Beschwörungszirkel, ist auch immer gut. Okay. Achso, nee, das führt nur wieder hier hin. Ja, ich glaube, das war's. Vielleicht müssen wir da drauf dann die Sachen verbrennen. Ansonsten, also es ist kein großer Spoiler, aber irgendwo hier sollte ein Incense-Burner, ein Weihrauchverbrenner sein. Und der ist, was wir brauchen. Irgendwo hier. Warte. Ich sehe vor lauter Krügen nichts anderes mehr. Ist hier was auf dem Tisch? Nee. Ach hier, das Ding wahrscheinlich. Ich kann hiermit interagieren. Okay, ja, könnte sein. Ja, sieht ein bisschen so aus. Aber es sieht jetzt auch nicht wichtiger aus als alles andere. Ne? Also als Kind und ohne eine Komplettlösung wäre ich hier so aufgeschmissen gewesen. Ja, also selbst wenn ich das als Jugendlicher gespielt hätte, da wäre ich bei dieser Art Adventure-Spiel, finde ich, ist der Griff zur Lösung bei mir immer relativ schnell. Ja. Weil ich nicht das Gefühl habe, ich könnte einerseits alles behalten im Kopf, andererseits habe ich bei den Übersetzungen auch immer Angst, dass mir sowieso was verloren geht. Ja. Dann kommt jetzt noch das Verständnisproblem hinzu. Ne? Wir verstehen durch unseren Audio-Setter, weil wir es jetzt auch nicht ewig laut machen können wegen Rückkopplung und sowas, manchmal auch einfach nicht, was die Leute sagen. Dann natürlich der zeitliche Abstand. Ne? Wir haben Sachen wieder vergessen. Genau. Aber selbst wenn ich das als Kind halt so ganz in Ruhe gespielt hätte, das ist mir zu viel. Ich finde, das sind auch keine spaßigen Rätsel. Ja. Das ist ja nichts, was sich so natürlich ergibt, sondern was so sich akribisch erarbeitet werden muss und weiß ich nicht. Ich habe manchmal ein Flashback zu, ich musste für, nicht viele, aber für ein, zwei dieser Art von Adventures musste ich komplett Lösungen schreiben. Und da kriege ich halt auch immer Flashbacks, weil das, nicht rassistische Fischersleute, sondern das ist der Grund, warum ich nachts schweißgebadet aufwache. Weil ich immer noch so, Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Nein, ja, nicht das Rätsel, wo man farbige Kristalle anordnen muss. Nein. Mein Beileid. Also, wie machen wir das jetzt? Leo? Das war kein fiktives Beispiel. Ich hatte wirklich eine Komplettlösungsunterkunft. Ich glaube, das ist so voll, ja. Was brauchen wir? Also, in der linken dieser Reihen hier, vom Eingang aus gesehen, müsste eine Urne sein, die gelabelt ist, oder Amphore ist es ja, die mit dem Label EL versehen ist. Für Herrn Levy, wie auch immer er mit Vornamen heißt. Ah, selbst wenn wir wissen, was wir suchen, dauert das ja ewig. I'm just saying. Ich lese nur, was hier steht. Die also, Labels sind auch so schlecht. Ja, man kann sie so schlecht erkennen, ne? Ich hoffe, das ist dann einfach relativ eindeutig. Also, the far left aisle is labeled materials. Go up that aisle five steps. Ich bin ja auch gar nicht im far left aisle, sehe ich gerade. Ich bin ja, dann mach doch erstmal, was ich dir Gottverdammt nochmal sage. So, jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Five steps and look close up to the left. Ah, yes. That's the one we want. Mm. Das ist mir auch einfach in die Hand schüttet, finde ich sehr lustig. Erstmal eine Nase, Mr. Levy. Puder ich mir die Wangen mit. Ja. Geil. So, dann packe ich das jetzt auf den Incense Burner. So, and proceed out of this room into the torture chamber. Spätestens jetzt bräuchte ich mir die Kräuter. Das ist mein Hobbykeller, nicht eine Torture Chamber. Was brauchen wir jetzt? Spätestens jetzt bräuchte ich mal die Kräuter, die du vorhin übergangen hast. Ach so, scheiße, dann lass mal noch die Kräuter holen. Ja. Ich habe sie übergangen, weil ich nicht wusste, was ich mitnehmen soll. Ich hab ja nur gesagt damals, dass wir das erst im nächsten Raum brauchen und dann hast du dich gleich dem Schloss zugewandt. Ja. Also. Ich kann ja selber theoretisch gucken, weil das war ja in dem Buch hier drin beim Marsch. Ja, weißt du noch, was wir brauchen? Weihrauch, Storax, Wolfsmilch. Ja, das Problem ist, du kannst ja nur eins von beiden nehmen, ne? Das frage ich mich halt auch gerade. Muss ich einfach mehrmals gehen? Wolfsmilch ist rechts oben. Jetzt habe ich das hier. Aber vielleicht ist es, das war ja die ganze Zeit, in dem Buch war ja die ganze Zeit nur Auflösung, Aufzählung. Vielleicht ist es nur eins von beiden, weil Storax. Okay. Ja, dann haben wir das jetzt auf jeden Fall. Boop, 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 boop. Und hauen das jetzt hier mal rauf. So, also ich hau da jetzt die Asche rauf von dem Herrn L. Das ist übrigens Storax. Ah ja, okay. Leo zeigt mir gerade ein Bild. Da habt ihr jetzt nicht so viel von. Entschuldige bitte. Ich sag ja nur. Nee, das kann ich hier gar nicht mit kombinieren. Muss ich Eins nochmal. Ganz ruhig. So, also. Muss ich das auf den Zirkel hier legen? Ich lese mal. Also, ja. Go to the herb cabinet near the entrance to the lab. On a desk nearby is a botany book. Look in it to see what euphorbia looks like. Ich nehme mal an, das ist eine der Pflanzennamen, die wir gerade hatten. Click on the lower right quadrant of the cabinet to see the drawer labeled with charcoal. Open it, take the charcoal and take the key. Hatten wir beides, ne? Da ist eine Schlüssel und die Kohle. Ja, genau, da. Gut. Then two rows above that is a label that is unreadable. Look in the drawer to see some euphoria. Offenbar doch Storax, oder? Ich geh mal. Deswegen gibt es das Buch, wo man sich das angucken kann. Ja. Damit man einfach weiß, wie es aussieht. Weil hier eins unlabeled ist. Das hier nämlich. Warte, das kommt auch nicht hin, warte. Oder? Über Charcoal? Doch. Hier? Nee. Ist gar nichts drin. Warte, nochmal. Warte. Also. Charcoal, bla 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 bla, then two rows above that, also zwei Reihen über dem Kohle-Dingsbums. Brand und dann zwei da drüber, aber das ist Wolfsmilch. Wahrscheinlich soll Wolfsmilch noch ausgeblichener sein.
ja, als es ist. Oder ich weiß es halt nicht. Weil ansonsten gibt es hier halt ungeladete. Warte, ich such mal auf Euphoria dasselbe, was wir wollten mit Jesus Christ. Jetzt lernen wir ja auch noch irgendwas über scheiß Pflanzen. Gib es doch nicht. Ja, ansonsten wüsste ich auch ja, nicht. Ja, Euphoria ist Wolfsmilch. Okay. Wieder was gelernt. Jetzt habe ich den Namen meines Vaters vergessen. So, brauche ich noch was aus diesem Raum jetzt? I'm on it, Tom. I'm on it. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles. So, dann. Put charcoal and styrax. Find it in the alchemist's briefcase. On the incense burner and ignite them with your lighter. So. Und was ist Styrax? Styrax? Strohax. Nehme ich mal. Gut, dass wir immer ein Dings haben. So. Schön. Hm. Ja, jetzt ist er gemütlich. Ja, ich mag auch die Animation, die hier spielt. Ja, das ist ein netter Effekt, der gerade passiert. Open the table drawer and find Eliphas Levy's card and place it on the pentagram on the floor. Bertus. Victor Hugo? Victor Hugo? Der Autor? Le Miserable? What? Nee. Der Glöckner von Notre Dame? So. Und da jetzt die Kräuterruf? Lass mal gucken. Put his ashes there, along with a diamond and some Euphoria. Burn so. Them. Burn them. Das wollte ich hören. Yanga Yoksoto Hilgebe. Wer zur Hölle stand ich? Ich war gerade damit beschäftigt, tot zu sein. Er macht das aber, als hätte er es schon mal gemacht. Das geht ein bisschen zu routiniert von der Geble. Kommt noch kein Licht von dem Feuer. Ey, das ist ja auf dem Cover. Hallo, wir haben dich gerufen, damit du unsere Wohnung putzt. Cool. Der Baby hat aber schon mal bessere Tage gesehen, oder? Oh, das sah zu jeder Zeit noch so aus, das ist keine Veränderung. Habe ich dir nicht genug gesagt? Hat dein Wissensdurst keine Grenzen? Nein, ich habe nichts zu tun mit Herschel. Ich versuche, meinen Freund vor dem Wahnsinn zu retten. Ihr Freund ist verloren. Herschel ist ein mächtiger und unheilvoller Hexenmeister. Der Tod kann ihn nicht vernichten. Er kann sich verwandeln und jene verhexen, die ihm nahe kommen. Ich weiß, welche schreckliche Kräfte dieser linke Zauberer erwecken will. Er hält mich hier fest, um mir ein Geheimnis zu entlocken, das ihm für sein dunkles Werk fehlt. Bereits vor 4 Zyklen drangen sie in die Welt von unten ein. Gute Lippen. Sie fanden antike Städte. Einfach, weil es keine Lippen gibt. Portalvorbau zu nutzen. Die Zeit naht erneut, in der sie wieder nutzen können. Man muss sie aufhalten, oder der Planet wird zu einem Albtraum. Das hier wird dir helfen. Folge genau den Anweisungen. Herschel muss getötet. Und sein Körper in Scheidewasser aufgelöst werden. Die Formel für den Portalvorbau befindet sich im Necronomicon. Wer weiß, ob all das nicht der gefährliche Herschel vor seinem Tod ersonnen hat und ob er nicht, indem er von einem Körper in den anderen schlüpft, von seinen Nachkommen Besitz ergreift. Wie schmerzhaft es auch sein mag, wir müssen einsehen, dass Edgar nicht mehr existiert, seine Erinnerungen ausgelöscht sind.
Der heutige Edgar ist niemand anderer als Herschel, der seine Armee von lebenden Toten zusammenstellt, um seinen teuflischen Plan zu verwirklichen. Und genauso wie ihn die Bevölkerung vor 150 Jahren stoppte, müssen wir ihn daran hindern, sein Ziel zu erreichen und ihn zerstören. Und sich auch schon angeguckt, einfach nur wie angeguckt. Ich im Bungalow erfahren habe, genügt es nicht, Herschel zu stoppen. Er hat Komplizen, deren Ziele wir auch ergründen müssen. Ja. Und deshalb müssen wir das Necronomicon finden. Es muss unter dem Bungalow liegen. Nein, ich will nicht dorthin zurückkehren. Ich würde den Verstand verlieren. Wir sollten die Aufgaben aufteilen. Gehen Sie zum Bungalow, ich werde mich in die Anstalt begeben und Edgar befragen und herausfinden, ob er noch gerettet werden kann. Aber wir müssen den einfach im Keller gesessen lassen. Töte ich ihn. Edgar, ich war in den unterirdischen Gängen. Was? Welch schreckliches Geheimnis. Du spielst von alleine? Wäre dem so, wären sie nicht hier. Gespenster fand ich, eingeschlossen in offenen Brunnen. Armer Irrer, niemals hätten sie sich so etwas erträumt. Diese verdammten Kreaturen heulen seit 150 Jahren auf dem Grund ihrer Brunnen. Sie haben Hunger. Sie hätten ihren Appetit stillen können. Was ist das Necronomicon? Er ist gekommen und sie leben noch? Aber vergessen Sie nicht, dass alle Sockel ausgetauscht wurden. Sie haben keine Gewissheit, solange Sie nicht fragen. Verstehen Sie? Nein! Du hast mir nicht geantwortet. Was ist das Necronomicon? Gar nichts. Die Pest vernichte Sie. Niemals erfahren Sie das. Eiskalt! Eiskalt! What the fuck, Leo? So, that was a murder. Was? Ich fasse es nicht. Ich fasse nichts von all dem. Sorry, es platzt jetzt gerade alles raus, was ich die letzten 3 Minuten so für mich behalten habe. What the fuck? Dieser, allein der Wechsel, dieser abrupte Wechsel von dem Zombie, mit dem wir reden, zu, ah ja, so ist das also. Ja, Edgar ist eine Reinkarnation von Herschel und hat eine Armee der Toten. Ja, dann werde ich wohl zu ihm gehen und ihn töten. Herschel, ich bin hier, um dich zu töten. Was? Ich dachte auch erst, es ist eine Rückblende oder sowas und wir kommen gleich wieder zurück. Edgar. Während die ganze Zeit auch dieser eine Musiktrack im Hintergrund spielt, der ist nicht einmal abgebrochen, der läuft jetzt immer noch. Es ist insane, Alter. Das ist wirklich verrücktes Storytelling. Das ist, also, ich bin schockiert. Intrigued, aber schockiert. Er fängt dann an, was von Sockeln zu erzählen. Hier haben sie die Deckenplatte nicht ganz richtig und hingesetzt. Dann ballert unser Charakter Edgar einfach über den Haufen. Ohne mit der Wimper zu zucken, was er dafür davor schon ziemlich viel gemacht hat. Herschel, ich habe jetzt schon zweimal gefragt, was das Necronomicon ist. Er hat einfach eine sehr kurze Runde. So, keine emotionale Regung, aber innerlich kocht er die ganze Zeit. Und ja. Ach du Scheiße. What the flying fuck. Kann auch die Waffe nicht mehr benutzen. Die hatte er dann auch einfach. Hä? Was ist denn das Spiel jetzt? Leo? Was soll das? I don't know. Ich krieg Whiplash. Das ist selbst, was irgendwo in einem Keller durch seine Tränen hindurch sitzt David Lynch und sagt, what the fuck? Also, ich brauche eine Pause, Leo. Das soll es mit dieser Folge gewesen sein. Ach du Scheiße. Das nächste Mal spielen wir Fighting Games, da versteht man, wie sowas passiert. Also, das ist jetzt noch der letzte Kick, dass ich den Schlüssel nehme und jetzt dreht es wirklich völlig am Rad. Jede Aktion ein Szenenwechsel. Das wird einfach nur ein Experimentalfilm. Weißt du? Als nächstes stehen wir vor zwei Cowboys. Und der eine sagt, ich bin der Vater der Zeit. Oh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.